Start. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Novus. Mit dabei ist in wenigen Sekunden der liebe Skate. Ah, verrückt. Was? Ich stehe gerade noch auf dem Login-Screen. Also vielleicht werde ich auch gerade getötet von Zombies oder so. Ich bekomme das gerade nicht mit. Du stehst auf dem Baum. Ja, absichtlich. Okay, hat alles funktioniert. So, hallo. GG. Hallo. Was so, und geht wir so? Haben in der letzten Folge auch schon zusammengearbeitet. Wir haben nämlich ein Ziel, wir beide. Wir wollen einen Blast Furnace, der so ein bisschen geblastet ist, auf jeden Fall. Versteht ihr? Alles klar. Und beim letzten Mal waren wir im Nether. Wenn ihr wissen wollt, woher das alles kommt, dann müsst ihr leider die letzte Folge gucken. Die war cool. Guck. Die war auf jeden Fall cool. Was ich jetzt als erstes herstelle, während du mich beschützt, hoffe ich, eine Watering Can. Dafür dürfte ich sogar schon alles im Inventar haben, was wir benötigen, oder? Ja, fast alles. Weil mit der Watering Can können wir jetzt den Setzling hochwachsen lassen. Und das ist so eine Grundvoraussetzung, würde ich mal sagen. Oh, was fehlt mir im Inventar? Das Eisen. Zack. Zack. Ah krass, du hast sogar Saphir-Tools. So. Warum soll ich dir dann Saphir-Tools machen, wenn du noch Saphir-Tools hast? Ja, jetzt weiß ich nicht, hab ich nie behauptet. Ich hatte nur keine Saphir-Schwerden mehr. Okay, was machst du denn jetzt? Wir wollen jetzt diesen Slimy Sapling, den wir von Sinus, wir gehen gleich mal zu Sinus und geben den seine Blaze Rods, die wir ihm versprochen haben. Das kannst du machen, du hast ja eh mehr als ich. Ich muss mal schnell irgendwo hinlaufen, wo es Wasser gibt. Weil ich brauche Wasser für meine Wasserkanne. Okay, tu das. Ich werde währenddessen Angst vor dem Creeper haben, der hier irgendwo ist, aber ich sehe ihn nicht. Habe ich sie jetzt voll? Dürfte unterirdisch sein, oder? Jetzt ist sie voll. Ja, dürfte unterirdisch sein, der Stinky Boy. Ja. Solange keine Meta Overdrive Viecher kommen, kann ich mir ein paar Bücher von dir klauen? Bücher? Hinter dir ist ein Creeper. Lol. Wie, was meinst du mit Büchern? Ach Quatsch, ich meine Beeren. Oh, Beeren. Ja, jederzeit. Nice, mal, Alter, ich nehme mir ein paar Büsche. Büsche, nicht Bücher. Ach so, ja klar. Die oberen kannst du dir locker abbauen. Die wachsen ja wieder hoch. Ah, okay, so funktioniert das. Okay. Boah, wächst der bald mal? Ich habe mir einfach mal ein paar genommen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es funktioniert, weil ich es im Singleplayer ausprobiert habe, aber es dauert halt gerade. Vielleicht musst du Regentanz machen. Hugo, ah, hat voll funktioniert. Perfekt, Alter. Instant Regentanz, instant funktioniert das. Und jetzt haben wir schon fast genug Slimes. Okay. Noch ein Slime und dann, das war er. Ja, wir haben genug Slimes. So funktioniert das. Easy, ne? Sehr cool, Mann. Wir hätten sie uns gar nichts dafür geben müssen, weil wir haben jetzt wieder so viele Saplings, wir können, ne? Ja, aber wir haben trotzdem versprochen, dass wir im Gegenzug dafür drei Blaze Rods mitnehmen. Deswegen haben wir auch so lange gefarmt. Bau schon mal ab, du kannst ja die anderen weiter bessern. Ja. So, voll geil, ne? Voll das OP-Item, diese Gießkanne. Die ist wirklich cool, ja. Plopp. Ja, wenn das jetzt nicht wächst, wächst nicht, ja. Ist ich habe auch gerade so nur einen Setting bekommen. Ja, wir haben aber auch genug. Ja, ich habe noch, das reicht ja. Wir haben hier 4 Setzlinge, ich baue sie ich wieder ab. Ich habe halt auch 16 Slime und 2 Blaus. Ja. Kannst du mir jetzt 2 Setzlinge davon geben vielleicht? Oder hast du jetzt die Hälfte vier, kannst du haben. Nice, hast du sie bekommen? Nö. Hä? Ich habe sie gerade gedroppt. Hallo? Das ist ein Fall für... Hä, ich hab gerade ernsthaft die Setzlinge hier rausgedroppt. Ich hab ernsthaft keine bekommen, oder? Ich dropp dir einen. Hä, ist wieder weg. Ach so, weil ich sie nach rechts gedroppt hab. Und dann bin ich wahrscheinlich, weil ich OP bin, lösche ich sie dann. Okay, wir müssen nochmal schnell vervielfältigen. Ist das echt so? Tatsache, ich kann so Items löschen. GG. Ich sollte mich wahrscheinlich de-oppen, wenn ich im normalen Spiel bin. Okay. Ja, vielleicht schon. Oder ich kann auch einfach den Cheat-Mode deaktivieren. Options. Kannst du bitte weiter gießen? Ich mach schon Regen-Mode. Ja, okay, ja, ich bin schon dabei. So, jetzt kann ich nämlich Sachen auch nach rechts droppen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich Items lösche. Aua! Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht hauen. Das sind die Setzlinge. Perfekt, da hast du einen. 2. Nice, läuft. Ich hab 2 Stück, genau. Willst du auch einen haben, oder? Ja, nö, ich hab hier einen. Funktioniert. Okay, dann gehen wir jetzt erst zu Sinus. Du hättest übrigens voll nicht weit laufen müssen für die Gießkanne. Hier hast du direkt einen Pool. Dann gehen wir jetzt zu Sinus. Du musst mich führen, ich weiß nicht, wo Sinus wo. Hä, was willst du bei Sinus? Ach, die Rods reintun, ja? Ja, genau. Ja, führ mich mal bitte zu Sinus. Mhm. Komm mal hierher. Einfach nur straight nach Osten. Also es ist wirklich, Sinus kannst du gar nicht verfehlen. Dem sein Eingang ist einfach straight östlich. Der heißt übrigens Sinus, steht auch an seinem Schild. Sinus steht da, ja. Longboard 702. Soll ich hier einfach mal die 3 Dinger reintun? 1, 2, 3. So, hab sie reingetan. Weil er hat schon Heat Generator, Alter. Was hat er denn schon alles? Er ist ja etliche Folgen weiter als wir. Darfst du nicht vergessen. Wir spoilern halt komplett seine Folgen.
So. Aber wie hätten wir sonst, also sind, ich meine, es war langweilig, ja, also muss man sich auch nicht angucken. Ja, nicht abonnieren auf jeden Fall. So. Nee, Zino ist cooler Typ, auf jeden Fall gucken. Ja. So. Jetzt aber gehen wir bei mir und bauen bei mir auf dem Grundstück den Blastfurnace. Ist korrekt. Ja, ich komme mal zu dir. Ich habe alles aus dem Nether dabei. Du kannst schon mal so viel, wir müssen jetzt erstmal gerecht noch durch zwei teilen. Die Rods, damit wir beide gleich viel haben, oder? Mal tun. Ja, also bist direkt südlich von Sinus, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Du musst mich auf der Karte sehen können. Rein, du hast XP-Berries. GG. Ja. Kannst dir, wenn du hier bist, kannst du dir immer XP nehmen, wenn du möchtest. Das erlaube ich dir jetzt hiermit. Boah, darf ich dir zwei von diesen Zombie-Herz klauen? Nee, die brauche ich selber für Ender. Mann. Ah, du kannst dir einen mitnehmen. Okay. Danke. Oder wie viel braucht man denn dafür? Eigentlich, also mindestens ein Zombie-Head brauchst du für den Slice and Spice, aber es funktioniert trotzdem auch mit Player-Heads, deswegen alles perfekt. Okay, dann würde ich sagen, du hilfst mir jetzt ganz kurz. Hast du eine Schaufel dabei? Ja. Okay, dann bauen wir jetzt ganz kurz einen kleinen Keller bei mir. Boah, willst du das echt einen Keller bauen? Na gut. Ja, ich will einfach hier halt unten so hin. Einfach ein Loch, fuck egal. Ich kann den ja immer noch abbauen und umstellen, oder? Ja, deswegen hätte ich es auch gesagt, das ist einfach am Ober, aber ist ja egal. Ist ja total egal. Du, wir brauchen keinen so großen Keller. Nein, nicht da so. Ich möchte hier so einen Keller abstecken. Weißt du was? Du baust mal den Keller und ich baue mal den Rest. Was hältst du davon? Ja, ich würde gerne auch den Rest. Ich würde gerne wissen, wie es funktioniert. Haben wir Soul Sand überhaupt? Ne? Das ist mal so eine ganz andere Sache. Wie viel brauchen wir denn? Ja, viel. Habe ich nämlich gerade gar nicht gedacht. Wir haben nur Nether Bricks und Nether Break. Ich habe 5 Soul Sand halt mitgenommen. Nee, das reicht nicht. Da müssen wir nochmal Nether. Haha. Okay, du gehst in Nether, holst Soul Sand, ich mach meinen Keller vorbereiten. Oder sollen wir zusammen gehen? Wenn du mir sagst, wo du den Soul Sand gefunden hast, kann ich schnell. Ja, der war halt unter den Nether Walls. Also, das war auch schon fast alles, was da war. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch nochmal zusammen rein und suchen. Ich geh mal schnell nach Hause und hau die Sachen weg. Wir treffen uns gleich am Nether Portal, okay? Okay. So, ich habe jetzt mal wieder alles da reingetan. War ich mal wieder richtig Brain AFK. Man braucht natürlich nicht Nether Brick und Nether Rack, sondern man braucht Nether Brick und Soul Sand. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Warum hast du mir nicht gesagt, wie dumm ich bin? Ich hab's auch vercheckt. Also ganz kurz, für die Leute, die nicht wissen, was wir machen wollen. Wir wollen, also ich möchte auf jeden Fall, und Skate hat gesagt, er hilft mir dabei, wir wollen Stahl herstellen. Denn für diese Maschine, die Erze verdoppelt, brauchen wir Stahl. Und wir brauchen Stahl sowieso. So, um Stahl herzustellen, das ist das Railcraft-Stahl, ne? Es gibt verschiedene Arten von Stahl. Ist scheißegal, welcher dieses Stahl. Dieses Stahl kannst du durch ein Blast Furnace bekommen. Steht auch hier. Blast Furnace, geh, pack Iron rein, du bekommst Stahl raus. So, für diesen Blast Furnace, warte mal, Blast Fur, ne, da. Für einen Blast Furnace Brick, den du brauchst, um so einen Blast Furnace herzustellen, brauchst du das hier. Warte mal, wir können ja noch. Wie können wir das denn bauen? Also, ich möchte dich jetzt nicht ungern in deine Erzählung beenden, so, aber ich bin jetzt schon auf dem Weg zum Nether in diesem Moment. Ja, ich auch, du Arsch. Okay, gut. So, möchte ich an dieser Stelle mal loswerden, du Arsch. So, weil du unterbrichst mich hier immer. Seit Jahren, seit wir miteinander aufnehmen, unterbrichst du mich einfach immer. Das stimmt, aber das ist auch mein Job. Wo ist denn die Arena, bitte? In der Mitte. Da. Also, wenn du die Karte öffnest, siehst du die sogar eigentlich. Gerade verpeilt, wo die Arena ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall, ich hätte es so geil gefunden, wenn die Mod, also das wollen wir machen, das ist unser Plan, ne? Nur für die Leute, damit ihr nochmal auf dem neuesten Stand seid und ein paar Leute, die dich auch bestimmt auch abonniert haben, die kennen sich bestimmt auch nicht so mit Mods aus. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz wichtig. Ausnahmslos, genau. Die wissen alle mehr als ich. Deswegen finde ich es ganz wichtig, das nochmal ab und zu erklären, weil die Leute, die sich auskennen, die stört es nicht und haben vielleicht dann noch Verbesserungsvorschläge. Und die Leute, die es nicht kennen, die wissen halt ein bisschen, was wir tun. So. Ne? Verstehen wir? Skate! Ja, ich bin in der Hölle. Du bist schon im Nether, ne? Hab ich schon gesehen, ne? Ich bin noch nicht im Nether, ich bin aber gleich im Nether. Also, wenn du mir noch ein bisschen Zeit gibst. Ja, ich baue so lange schon mal Quarz ab. Baue ich sowieso. Das wird lustig, wenn wir im E-Systeme bauen. Da werden wir Tonnen an Quarz brauchen. Gott. Ich baue keine E-Systeme, ich baue mir einfach so ein Kistensystem. Ja, genau. Es gibt ja. Wie heißt die Mod? Du brauchst ernsthaft kein ME-System? Erstmal nicht, weil brauchst du es eigentlich nicht. Doch, nur. Also irgendwann später baue ich auf jeden Fall ein ME-System, aber jetzt erstmal baue ich mir halt das mit den Storage-Chests da, mit diesen. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Nö, aber Storage, ist okay. Habe ich vergessen. Storage-Store, meinst du? Genau, die Storage-Store, genau. Sollen wir durchs Nether-Fortress gehen? Weil ich glaube, hier finden wir gerade am wenigsten. Können wir machen. Machen wir das. Ich habe irgendwie von Buddies, habe ich mich mit meinen Buddies unterhalten oder mit wem habe ich mich unterhalten, dass die 15 Minuten lang nach Soul Sand gesucht haben. Oh, da hinten sind Gegner, böse Gegner. Hier ist Soul Sand in der Wand, guck mal.
Das sind richtig starke Gegner vor allen Dingen, ne? Sehe ich gerade nicht. Oh ja, also wenn die uns sehen, sind wir auf jeden Fall instant tot. Aber ich muss mich jetzt zu denen bauen. Ja, ich geh weg. Nee, ernsthaft, guck mal. Ey, ich hab den Soulstand gesehen. Da unten ist noch viel mehr. Wir können uns einfach runterbauen. Okay, du baust dich runter. Hm? Ich baue hier safe den Quarz ab, okay? Oh, ja, ja. Ey, voll eine gute Idee. Lord, ja, ja, ich riskiere mein Leben. Lord, ja, ja, ja. Lord. Hab Quarz gesehen und er ist weg. Okay. So lustig fand ich den gar nicht. Aber. Ey, in Zusammenhang mit South Park und dieser, weißt du, es war dieselbe Staffel der Witz, weißt du? Deswegen war der gut. Ich hab Kobalt gefunden. Was ist denn hier? Hier ist eine Feuerfledermaus. Kommst du bitte runter zu mir? Ich hab ein bisschen Angst ohne dich. Au! Es ist so herrlich. Das ist eine Feuerfleder. Alter, aua! Komm mal zu mir. Nö, ich baue Soulstand ab. Ich habe auch ganz viel gefunden. War gelogen. Wie viel brauchen wir eigentlich? Einen. Nee, wir brauchen ziemlich viel. Nee, ich habe echt Soulstand gefunden. Da hinten sogar recht viel. Ja, nimm mal stackweise mit. Ich weiß nämlich echt ja, nicht, wie viel wir brauchen. Ja, ich muss halt weit da hinten hin, aber ich traue mich nicht alleine denn. Nee, dann komm hierher. Ich habe hier ein riesen Feld. Das reicht 10-mal. Kann ich gar nicht mitnehmen. Hier ist Oakwood im Nether. Verrückte Welt. Wir brauchen 4 pro Brick. Wie viele Bricks brauchen wir? 9 plus 9 plus 8 plus 8. Also genau. 4 mal 18, 10. 34, ja, oder? 34. Durch 4. Ja, wir brauchen halt 2, 4. 8, 8 mal 4. 6 weniger, also 34. 34 Bricks brauchen wir. Das heißt, wir haben 34 mal 4. 30 mal 4, 3 mal 4 sind 12. Durch 4, 34, ja. Also 2 Stacks reichen auf jeden Fall, oder? Boah, ich habe so Angst hier, ne? Ja, berechtigt. Also ich habe jetzt gleich 2 Stacks. Das würde ja wohl reichen mit unserer Rechnung. 100 pro reicht das. Lass uns bitte abhauen. Stacks darf man nicht sagen. Ich renn jetzt zurück. Ich habe Angst. Ja, locker easy. Wo ist denn hier Gefahr? Da oben sind immer noch diese T-Bone-Viecher. Ich habe jetzt 2 Stacks Soul Sand. Ja, wohl 10 ja, okay, mal reichen. Ich hab auch noch 30. Das passt schon. So, aber ich habe auch Schiss wirklich Anspannung, weil es gibt diesen übelst stark. Die haben so Phaserwaffen, wenn die dich damit abballern. Ja, ich habe also wirklich, ich habe im Singleplayer Rüstungen getestet und zwar indem ich einfach solche Viecher gespawnt habe und dann geguckt habe, wie schnell sie mich umgebracht haben. Ja, ich habe im Creative bin ich rumgeflogen und habe die mit fetten Phaserwaffen abgeschossen. War witzig. Ist so gefährlich. Ist übrigens wieder Nacht. Perfekt. Geil. Mal wieder. Oh, ich glaube, das ist ja auch cool. Ich bin einfach instant wieder zurückgeportet worden, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ach, weil ich das Portal gerade angemacht habe. Ach, cool. Das ist ja spannend. Ja, es ist Nacht. Hui. Aber wir sind nur noch zu zweit auf dem Server. Ist ja cool. Das ist richtig. Wir können schlafen. Also du, während ich mich auslogge. Nee, musst du ja nicht. Morpheus. Falsche Richtung? Keine Ahnung. Nee. Richtige Doch. Richtung. Nö. Falsche Richtung? Was ist denn jetzt? Ich hab nicht mal ein Bett, Alter. Ich hab nicht mal ein Bett. Ja, und ich weiß nicht, wo ich bin. Da wohne ich. Scharf. Ich glaube, da hinten wohne ich, oder? Ich habe ein Schaf getötet. Ich fühle mich schlecht. Wow. Noch ein Schaf. Ich töte jetzt auch. Habe ich aber auch schon dreimal gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fühle mich, habe ich jetzt Schaf getötet. Ich fühle mich jetzt auch schlecht. Okay, lass mal schnell versuchen, den Kram hier noch fertig zu bekommen in dieser Folge. Weil wir haben jetzt zwar ein bisschen Zeit verdrödelt, aber... Ich habe keine Ahnung, wo du wohnst. Ich laufe gerade irgendwie durch den Wald. Du bist genau richtig. Perfekt. Ja, ja, ja. Lord. Lord, ja, ja. Lord. Oh Mann, unsere Folgen. Ach, ja, warum guckt ihr euch das eigentlich an nochmal? Schreibt mal bitte in die Kommentare, warum ihr euch genau die Folgen von uns beiden anguckt. Wir sind behindert. Ja, behindert. Ja, GG. Auf jeden Fall. Oh. Oh, fick! Die Boah. Henne. Ein Glück, dass der auf mich gerade gefokust war. Boah, wo ist dein Bett, Alter? Hier ist irgendwo noch ein Geht Creeper. Geht überhaupt ab? Warum? Ja, hinter dir. Hä, wo? Da, in einem Baum. Alter, komm zu mir bitte. T-Bone-Viecher? Oh, aber das ist ein Nahkampf. Die sind die einfachsten. Okay. Boah, guck mal, ich hab den ganz allein gekillt, Alter. So langsam würde ich aber gerne schlafen. Passt du kurz auf mich auf? Ja, auf jeden Fall. Ich hab mein Bett hier irgendwo reingelegt. Ah, ich hab's. Oh, Alter, Hilfe. Ah!
Ein gigantischer Enderman. Komm hier runter. Okay. Ich will schlafen, bitte. Geh schlafen, schnell. Ich baue mich ein. Nein, da kommt eine Spinne. Oh, du sollst doch auf mich aufpassen, Mann. Ich schlafe. Ja. Passt du mich auf, bitte? Nö. Ich geh weg. Boah. Ey, ne? Die Nacht ist so überhaupt nicht gefährlich. Nee, war angenehm. Ich hab einfach Uranium bekommen. Okay, lass mal dann zurückgehen zu meinem Grundstück. Oh, Alter. So, der kann ja nichts. Das ist ja echt gefährlich. Jetzt habe ich schon Enderman getötet und bekomme dafür nichts. Oh, 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 oh. Lauf. Okay. Auf. Also, gut also zusammengefasst. Ich finde es geil, dass hier so schwere Mobs dabei sind. Ja, es ist mal ein bisschen weniger langweilig auf jeden Fall. Mal Erfahrungsbüsche. Kannst dir was nehmen, ich bin Level 31. So, ich, 9 brauchen wir, 9 Slime-Dinger, ne? Mhm. Hast du deine Blazes schon reingemacht? Die hast du. Jo. So, wie viel kriege ich denn da raus? Jetzt habe ich hier 7, jetzt habe ich 9. Zack. Und wir haben noch 6 übrig, das heißt, jeder bekommt 3. Perfekt. Ja, passt doch. Weil ich brauche auch nur 2. So, 9 Magma Creams habe ich. Kannst du ein paar Leitern machen? Was kann ich? Leitern. Nee. Warum? Nee. Ich habe jetzt schon 32 von den Dingern. Gleich haben wir es geschafft. Heißt du Herbert oder heiß ich Herbert? Ja, du. Okay. Haben wir jetzt Warum? Kein Netherbrick mehr? Sag mich, dass wir 2 Netherbricks zu wenig haben, ne? Sonst werde ich ein bisschen traurig. Hast du noch Netherbrick im Inventar? Nein. Okay, da muss ich welches herstellen. Zack, ich klaue dir mal 3 Eisen und leg sie dir hier rein. Da müssen wir nämlich schnell hier ein paar Netherbricks schmelzen und sie dann so herstellen. Aber alles andere habe ich schon, also ich kann schon anfangen zu bauen. Wo soll ich es denn hinsetzen? Du kannst es mir auch einfach geben und ich kann schon mal anfangen zu bauen, während du den Netherbrick herstellst vielleicht. Okay, bitteschön, hier. Gedroppt und diesmal nicht gelöscht. Wie muss ich es bauen? Ja, super, hättest doch mich machen lassen. Grundfläche 3 mal 3. Und dann nach oben und, dann und innen hol. Genau, okay. Ja, okay, easy, das krieg ich hin. Ja, denke ich auch. Wie viel brauche ich denn? 8 muss ich durchschmelzen lassen. Hey, ein Glück, dass wir auch noch großzügig abgefarmt haben. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Peter ist zurück. Hallo, Peter. Fehlen halt genau 2 Stück. Ja, ja, genau. An denen bin ich gerade dran. Wie viel brauchen wir dafür? Ah ja, ich kann sie herstellen inzwischen. Perfekt. Alles gut. Zack, zack, okay. Zack, zack, zack. Ich baller mal mein wichtiges Zeug da rein. Ja, bitteschön. Okay, danke. Gut. Und da ist ja, er. Da ist er doch. Nice. Der Blast Furnace. Der Blast Furnace. Wie so, nehmen wir den in Betrieb? Holzkohle. Und haben wir Holzkohle? Hast du sowas? Ich hab Kohle. Nee, geht nicht. Holzkohle. Muss Holzkohle sein? Muss Holzkohle sein. Oder andere Kohle, aber Holzkohle ist die einfachste so. Ich habe Kohle, normale Kohle. Soll ich einfach mal die 3 Eisen hier nehmen, die du hier gecraftet hast und die mal zu Stahl dann verwandeln? Weil wir haben gerade 3 Eisen hier da von dir. Nur so, um ein Exempel zu statuieren, dass es funktioniert. Ja, können wir machen auf jeden Fall. Also man kann ich auch einen Krug Holz für Holzkohle. So. Ja, sehr schön. Haust du hier rein. Ach, hier ist Holzkohle unten drin, guck mal. Die reicht aber nicht. Ja, ich mach grad neu. Sehr schön. Ja, ist ein Erfolg, würde ich sagen sogar. Schau mal hier. Mein Grundstück ist vor allen Dingen auch echt groß, ey. Jedes Grundstück ist so. Also ist tatsächlich. Kommst du zu mir, ich habe die erste Holzkohle, dann können wir es noch anfeuern in dieser Folge. Einfach nur, um zu zeigen, dass es funktioniert. Ich kann ihn auch so anfeuern. Los, los, los. Sehr schön. Und zack. Das ist der Stahlprozess. Und das dauert jetzt 10 Jahre. 1280 Ticks. Kannst du mal ausrechnen, wie lange das dauert? Nee, das sagst du mir jetzt bestimmt. Nö. Und ein Eisen braucht 4 Holzkohle. Sag doch jetzt. Oh Gott, ich dachte, das ist so ein Vieh hier. Ja, 1280 Ticks kannst du selber ausrechnen. 20 Ticks ist eine Sekunde. Ja, dann haben wir schon mal Stahl. Und dann können wir in der nächsten Folge so ein bisschen, also ich dachte jetzt so, keine Ahnung, wollen wir das noch zusammenbauen, die Segments mal vielleicht?
Weiß ich nicht, ob wir noch, hier noch eine Folge machen. Also für heute war es das jetzt erstmal, weil die Folge ist zu Ende. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Erfolg quasi. Mein Problem ist, ich brauche jetzt für das nächste, was ich craften will, brauche ich 3 Diamanten. Die ich halt nicht habe. Aua, aua. Ich brauche halt genau 4 Stahl, deswegen werde ich jetzt nochmal. Ja, genau. 4, ja, doch 4 Stahl, deswegen werde ich jetzt nochmal. Wo ist mein Eisen? Da ist mein Eisen. Deswegen werde ich jetzt nochmal auch ein Eisen hier schmelzen. Ja, genau, leg nach. Und ja, wenn ich dann immer Stahl brauche, komme ich zu dir. Werde mir wahrscheinlich so irgendwie einen Stack Holzkohle machen und den dann unten reinhauen, dass ich erstmal 16 Stahl habe für den Anfang. Und das war's mit der heutigen Folge. Aber die ist eigentlich von dir, deswegen darfst du sie beenden. Ja, warte, ich möchte jetzt ganz kurz noch das machen, was ich hier vorhabe. Wir sind doch schon über 20 Minuten. Ja, aber das macht doch nichts, weil wir in der ersten Woche nicht livestreamen dürfen. Deswegen haben wir rein theoretisch für jede Folge. Die Zeit ist nicht extra. Das ist ja mies, aber die Woche hat auch gerade angefangen. Das ist ja quasi jetzt schon die neue Woche. Samstag beginnt jede Woche. Das ist verrückt. Es macht keinen Spaß, mit dem Projektleiter das Projekt aufzunehmen. Richtig. Jetzt haben wir das aber reingepackt und jetzt hab ich auch das, was ich machen wollte. Und wir sind genau bei 20 Minuten bei mir auf meiner Uhr, weil die geht ein bisschen langsamer. Deswegen würde ich sagen, Leute, es war wieder wirklich schön, mit euch Novus zu spielen und wirklich schön mit Skate Novus zu spielen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich laufe schnell nach Hause. Ich will noch nach Hause. Ich möchte die Folge nicht bei dir beenden. Okay, weil nächstes Mal, das kann ich schon mal spoilern, machen wir uns ein kleines Mini-Lager, ja? Einfach so was Cooles, weil es gibt da eine ganz coole Mod, die auch ganz schön ist und die erkläre ich dann in der nächsten Folge so ein bisschen. Und ja, dann machen wir uns auf die Segment, würde ich sagen. Ja. Mit Stahl. Ich habe einen Stahl! Und ich suche die Diamanten, die ich mal zurückgelassen habe, Otto. Du, Otto, darf ich dich auch Otto nennen? Ja, es ist okay. Kannst mich auch Herbert nennen. Herbert? Warum Herbert eigentlich? Weiß ich nicht, weil es dumm klingt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.